Hallo und willkommen zurück zu Learn to Kaizo. Ihr seht, es hat sich noch mal ein bisschen was verändert. Und zwar einmal das Gamepad wird jetzt angezeigt. Ich weiß, es ist kein SNES-Gamepad, was dazu natürlich optimal wäre. Ich habe einfach gerade keins und auch kein Modul, um das am PC anzuschließen. Wenn ich das länger verfolgen werde, sollte, lege ich mir auf jeden Fall eins zu. Aber aktuell soll das PS4-Gamepad genügen, steuert sich auch super. Und ja, drüber die Zeit. Und ihr seht da auch schon eine Zeit. Wir machen heute was anderes, wir machen heute nicht weiter da, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, nämlich bei dem zweiten Schloss, sondern machen mal Level 1 bis Schloss 10. Ihr seht, ich habe vorhin da mal eine Testrunde genommen, 10 Minuten 57 habe ich bis dahin gebraucht, schon viel schneller als in der ersten Folge, aber es gab auch da einige Hindernisse und die Zeit können wir auf jeden Fall noch weiter nach unten bringen. Und genau, ich habe es auch mittlerweile geschafft, das zweite Schloss. Das habe ich, oh Gott, ich weiß nicht, wie viele hunderte Male noch probiert. Mir sind dann noch so zwei Sachen, beziehungsweise sogar drei essentielle Dinge musste ich beachten, damit das überhaupt klappt. Das hat ewig gedauert, bis ich es gerafft habe. Und bis dahin habe ich immer wieder auch die anderen Level nochmal gemacht. Eine coole Sache, machen wir aber im nächsten Video. Da zeige ich euch dann, wie wir da durchkommen und dann geht es auch nochmal weiter. Heute mal ein kürzeres Video, ich will es auch gar nicht eigentlich so lange rumlabern. Da seht ihr das. Mario B ist jetzt 20, das ist der eigentliche Spielstand und ich lösche mal den ersten, denn den machen wir jetzt gleich neu. Genau, so den starte ich schon mal und die Zeit, die starte ich auch gleich, wenn wir das erste Level beginnen, wenn er das erste Mal die Hand hebt und ich dann okay gedrückt habe, dann geht's los mit der Zeit. Ihr seht schon, das erste Level 5 Sekunden, das ist auch nicht so lang. So. Dann wagen wir uns mal ran, nur damit ihr seht, okay, der Kerl macht Fortschritte, das macht über, dass das alles auch Sinn macht und ja. Okay, wir legen mal los in 3, 2, 1. Erste ist der normale Sprung, da passiert nicht viel. Das ist natürlich nicht so genau mit dem, wenn ich dann durchs Ziel bin, ich drücke dann die Taste, dass das Level erledigt ist. Da ist ja immer eine kleine Verzögerung oder ich muss dann vom Gamepad halt schnell hier hoch. So, was hatten wir hier jetzt? Ah, okay, shit. Die Sache. Oh, komm schon. Nein. Jetzt hänge ich hier. Traurig. Plus 6 Sekunden. Das holen wir aber an einer anderen Stelle höchstwahrscheinlich noch raus. Ich rutsche gerade weg mit meinem Stuhl. Was ist denn los? zu viel Druck auf dem Bein hier unten auf der Stütze. So, weiter geht's. Jetzt einfach nur durchrennen. Sehr leicht. Wunderbar. Da müssen wir nur vorbei. Da kann nicht viel passieren. Aber es gibt so zwei, drei Level. Hier in der ersten Reihe, der ersten 10 Level. Die klappen noch nicht zu 100%, aber sagen wir mal, oh nein, ich habe jetzt gerade nicht dran gedacht, sorry. Aber zu 50%, das hier ist eines davon. Nice, sehr gut, wunderbar. Auch die zweiten 10 Level von Level 11. Bis zum zweiten Schloss dann. Ich habe auch das zweite Schloss. Ich habe das dann nicht nur einmal gepackt. Ich hatte nebenbei dann eine andere Aufnahme. Timing is key. Eine andere Aufnahmesoftware laufen. Ich zeige euch das dann. Ah ja, hier. Die Geschichte. Die kann ich eigentlich sehr gut mittlerweile, aber ja. Wunderbar. Und das zweite Schloss, was ich dann in der letzten Folge irgendwie 40 Minuten oder so probiert habe, habe ich mittlerweile vielleicht schon 10 Mal geschafft. Nach dem ersten Mal hatte ich vergessen zu speichern. Und als ich dann wieder geladen hatte, um einfach nochmal weiter zu probieren, war ich ein bisschen ernüchtert, dass es nicht gespeichert hatte. So, hier diese 4 Sprünge. Da stört eigentlich aktuell... Oh. Nur der. Okay, die kam jetzt ein bisschen zeitig, muss ich sagen. Scheiße. Nein, was mache ich denn? Wie gesagt, da soll jetzt hier um Gottes Willen irgendwelche keine Scheiße.
kein Speedrun oder sowas werden, sondern einfach mal für mich so eine Art Test. Sehr gut, wunderbar. Da habe ich einiges liegen lassen. Bei der Testrunde, da ging das sehr gut. Aber da gab es zwei Level oder eins. Ihr wisst schon welches. Das lief nicht so gut. So, die Disco Shell. Die hatte ich eigentlich ganz gut gekonnt. Okay, super. Das lief wieder besser. Ich denke, man sieht schon Fortschritte, oder? Obwohl die Sachen jetzt hier noch relativ einfach sind. Aber ich habe schon einiges noch dazu gelernt. Es ist so viel Muscle Memory, nennt man das ja, wenn man dann einfach Bind the Gap. Das ist auch ganz cool. Da habe ich auch was Neues dazu gelernt. Oh Gott. Gucken, ob wir es noch packen, ob das noch von der Höhe her passt. Es hätte gepasst. Shit. So, wunderbar. Gut. Auch das eigentlich Dinge, die ich beim ersten Mal mache, war jetzt doof. Ich war ein bisschen aus dem Rhythmus. Habe auch gerade erst wieder angefangen. Ich hätte mir vielleicht das mal kurz, mal 10 Minuten einspielen sollen. Das macht schon viel aus. So, jetzt kommt das, ihr wisst schon welches Level. Das habe ich noch nie beim ersten Mal geschafft. Da ging jetzt hier bei der Zeit, ihr seht es vielleicht, einige Minuten flöten. Und ihr habt mir auch geschrieben, ein paar Infos vielen Dank dafür schon mal, für den SNES-Controller und so und das Verbindungsstück dann für den PC, werde ich mir dann, wie gesagt, wenn das hier gut laufen sollte und man irgendwann nicht an einen Punkt kommt, wo man sagt, okay, es geht absolut nicht weiter, werde ich mir das auch zulegen und kostet auch nicht so viel. Und jetzt muss ich mich konzentrieren. Shit, das habe ich schon verpasst. Da müssen wir sofort durch. So, okay. 1, 2, 3. Zu spät. 1, 2, 3. Zu spät. Was mache ich denn? Ich zähle zu langsam. Normalerweise zähle ich so schneller. 1, 2, 3. Okay. Nein, was mache ich denn? 1, 2, 3. Oh nein, ich vergesse hier immer zu drücken. Ich muss gleich losrennen. Ich weiß nicht, warum ich es gerade nicht mache. Ich weiß es, aber... Ich vergesse zu zählen. Ich darf nicht so viel quatschen. 1, 2, 3. Ja, sehr gut. 1, 2, 3. Ich weiß, wie die Dinger fliegen. Ich mache es aber gerade einfach falsch. So, 1, 2, 3. Ich war auch gerade beim Schwimmen dort hinten ganz schön aufgeregt, weil es so gut bis dahin lief. 1, 2, 3. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Oh, das war... Oh nein! Ach! Ich wollte gerade sagen, das war knapp. Und das war doof. Ich habe es vergessen wieder. 1, 2, 3. Mann. Auch das ärgert mich jetzt gerade ein bisschen, dass es hier so schlecht läuft. 2, 3. Zu wenig. 1, 2, 3. Eigentlich sind es so 3,5 Sekunden, glaube ich, wenn ich normal zähle. 1, 2, 3. Hm? Jawohl. Es ist gar kein Problem eigentlich bis hier. So. Oh nein, wie blöd. Richtig dumm. Jetzt ist er nicht gesprungen. Zu 90% springt er da nämlich dann immer. Und dann so und dann so. Pass auf jetzt. Nein, er ist wieder nicht gesprungen. Es läuft gerade so schlecht. Ich habe das Castle vorhin, glaube ich, weiß ich nicht, im zweiten, dritten Versuch dann oder so gemacht.
So, auch da, wo wir das erste Mal so richtig lange gehangen haben, ist jetzt schon deutlich besser. Jetzt stört halt das ein bisschen. Diese Disco-Shell, das kriege ich gerade irgendwie nicht so richtig geschissen. Und hier hatte ich einfach die letzten Male immer den Fehler gemacht, dass ich viel zu zeitig da rüber gesprungen bin. Man kann sich schön Zeit lassen, bis die da oben ungefähr sind. Dann einmal rüber in der Luft wieder den Sprung aufnehmen, damit er länger in der Luft bleibt. Und dann. So, super. Anderthalb, na gut, 2,40 sogar schneller als die Zeit, die ich vorher hatte. Wunderbar. Die würde ich jetzt auch mal nehmen. Achtung, jetzt bekomme ich eine Abfrage. Ja, okay. Die neuen Zeiten speichern. Sehr gut. Okay. Jo. Das war es im Prinzip bis hierhin. Auf jeden Fall schneller. 9,25 gebraucht. Waren das davor nicht 10, 57 oder 11? Jedenfalls unter 10 Minuten bin ich schon mal sehr zufrieden und es hätte noch viel schneller. Also ich könnte es wahrscheinlich schon recht easy in locker 5 Minuten, gerade wenn das Schloss gut klappt. Der Schwimmparcours war super. Die Disco-Shell hat ein bisschen gedauert und noch so zwei, drei andere Sachen. Das mit den Kanonenkugeln war auch nicht so optimal. Und wir machen jetzt einfach nochmal so ein paar andere Dinge, ohne jetzt Zeit zu messen. Und dass wir da einfach nochmal so ein bisschen reinkommen. Und in der nächsten Folge machen wir dann das zweite Schloss. Vielleicht machen wir es hier auch nochmal, wenn wir jetzt gut durchkommen. Muss mal schauen. Das hier ist nämlich mit das Nervigste, finde ich, von der zweiten Reihe. Diese Geschichte. Da komme ich so schnell aus dem Rhythmus. Klappt aber auch schon besser. Ah, zu früh. Das war ein Sprung zu früh. Da musst du dann im richtigen Moment halt wieder auf die Sprungtaste hinten gehen, damit er hoch wegschnipst und dann auch bis zum Ziel rüberkommt. Das war eins zu spät. Gibt da wirklich, glaube ich, nur ein Zeitfenster von einem Sprung. Entweder den davor. Ne, gut, nee, es gibt zwei. Jetzt. Der war sehr gut. Entweder du stößt dann oben dagegen, wenn du zu zeitig springst. Oder vorhin hatte ich es einmal, da war die schon auf dem Weg nach unten. Da konnte ich sie nochmal unten erwischen und er hat es gerade so dann mit dem Sprung noch hoch geschafft. Auch total witzig. Ja. So, was war denn das hier? Ach ja, okay. Yoshi, gut. Passt. Das ist der letzte Sprung im zweiten Schloss. Wie lange sind wir denn jetzt drin? 12 Minuten erst in der Aufnahme. Schon so schnell. Also ich kann es auch komischerweise, wenn ich Leuten dabei zuschaue, kriegt man manchmal selber leichte innere Aggression. Nicht, weil die es nicht können oder weil sie selber üben, um Gottes Willen. Ich bin ja selber schlecht. Aber es stresst einen selbst vom Zusehen. Ich kann das total nachvollziehen. Es ist geil, wenn man Leuten dabei zuschaut, die es können. Punkt. Smash Slow, was war denn das hier? Ah ja, okay, die Geschichte, genau. Beim ersten Mal laden des Levels dauert das viel länger als bei den zweiten, als bei nächsten Malen. Ja gut, das geht auch. Das ist ein bisschen blödes Rumspringen. Zum richtigen Moment halt. Jetzt mache ich es gerade natürlich falsch. Viel zu spät. Hätten wir nicht geschafft, wäre ich dann hinten gegen das letzte Teil gestoßen. Okay, jetzt stelle ich mich gerade blöd an. Aber ich denke, man sieht trotzdem. Oh, doch, jetzt war ich überrascht, dass ich noch drauf kam. Aber ich denke, man sieht schon einen Fortschritt, oder? Schon deutlich besser. Jedenfalls wollte ich sagen, ich kann es selber tausende Male hintereinander probieren. Es stresst mich beim Spielen tatsächlich gar nicht. Gar nicht, ist untertrieben. Und falsch, aber es stresst einen oder es nagt nicht so sehr an meiner Geduld, wie ich anfangs dachte, dass es nagen wird. Geht eigentlich, ist vollkommen in Ordnung. Ach hier, die Dinger. Okay, Moment. Da müssen wir wieder richtig springen. Das geht aber eigentlich auch ganz gut. Sagte er und sprang daneben. Gut. Falsch. Die hatte ich vorhin eigentlich schon mal besser hinbekommen. Wie gesagt, ich hätte mich wahrscheinlich direkt mal ein bisschen einspielen sollen. Jetzt komme ich da gerade nicht drüber.
weil ich falsch springe beim zweiten. Der wäre besser, aber da war ich zu früh wieder nach rechts unterwegs. Jawohl, jetzt haben wir es. Sehr gut. Sehr gut. Das ist schon krass, wie man dann nach und nach doch so ein paar Gefühle dafür bekommt, ob was klappt oder nicht. Und wie man drücken muss. Es sind ja so ein paar Inputs. Ministar. Ich vergesse immer, was die einzelnen Level waren. Ach so, der Kram. Ja, okay. Das geht auch. Das ist auch in Ordnung. Ja. Was wollte ich sagen? Es macht auf jeden Fall unfassbar viel Spaß, das mal zu probieren. Jahrelang habe ich es mir angesehen, auch bei den ganzen Awesome Games dann Quick oder Summer Games dann Quick. Oh, hier gibt es auch ein paar interessante Sachen. Pass auf, entweder man springt sofort in den Tod, Variante A, Variante 2 oder so, wie ich das beim letzten Mal gemacht hatte, dann immer nur ein Sprung in der Mitte oder wie ich vorhin gelernt habe, wie es eigentlich viel besser nochmal geht, so nicht. Warte gleich. Wenn ich hier drin einfach den so ein paar Mal hüpfen lasse und dann rüber. Viel entspannter. Viel entspannter. Ich dachte immer, okay, das kriege ich nicht gebacken, wenn ich es probiere. Ich habe es auch nie probiert, um das mal zu checken. Und dann vorhin beim Üben, beim Testen. Läuft super. Finde ich gut. Frame perfect. Kriegen wir hin. Das hat schon so häufig geklappt. Muss ich mal kurz den Schweiß abwischen. Das klappt häufig. Auch da zeige ich euch dann, wir machen gleich nochmal das zweite Schloss. Vielleicht klappt es tatsächlich, wäre super. Aber könnte schwierig sein. Ich musste wirklich ein paar Mal reinkommen, dann hat es auch sogar zweimal hintereinander geklappt. Jetzt der Shell Jump wieder. Auch der klappt schon besser, wie ich finde. Muss mal gucken, wie ich ihn jetzt hier hinkriege. Ja, super. Ich ein bisschen... Schon geil. Ja, wie gesagt, jahrelang dazu gesehen und immer gedacht, ich vergiss es, alleine diese Frame-Perfect-Sache, dass du den Block aufnimmst und im selben Moment noch springst, dachte ich, nee, könnte ich nie hinkriegen. Das ist mit der leichteste Trick von der ganzen Geschichte, finde ich. Also das ist tatsächlich nicht so schwierig, die beiden Tasten gleichzeitig zu drücken. Das ist eine ganz coole Sache. So, was waren das jetzt hier? Oh ja, die beiden Spin-Jumps, okay. Da kannst du direkt losspringen eigentlich. Genau. So, geht auch. Ist auch in Ordnung. Das zweite Schloss hat übrigens keinen Checkpunkt in der Mitte. Das ist auch nicht so lang. Das ist vielleicht so lang wie das... Na, vielleicht sogar ein bisschen kürzer als das erste. Schwieriger, aber auch auf jeden Fall machbar. So, und da sind wir jetzt auch schon wieder. Nach nicht mal 20 Minuten beim zweiten Schloss. Und ich habe mir viel Zeit gelassen unterwegs. Und wir probieren es direkt mal. Vielleicht klappt es ja. Muss ich mich aber sehr konzentrieren. Auf jeden Fall das Level, was ich am meisten gemacht habe. Und bei dem zweiten Sprung, wo ich dann den Block aufnehmen muss, da muss ich, wenn ich den aufgenommen habe, muss ich sofort die eine, die Sprungtaste, wenn ich in der Luft bin, loslassen, damit er schneller zu Boden sinkt. Dann habe ich nämlich für den Shell Jump nebenan deutlich mehr Zeit und komme auch viel leichter drüber. Nicht so wie in der letzten Folge, wo ich es 1000 Mal probiert habe. Ich weiß nicht, wie oft, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ja, jetzt sind wir ein bisschen... Okay, jetzt habe ich es gerade nicht gemacht, können wir vergessen. Okay. Probieren wir es mal. Na, schade. Aber ihr seht, es ist okay. Soweit bin ich zwar auch in der letzten Folge immer gekommen dann, irgendwann. Aber vertraut mir, es klappt deutlich besser. Da war's, knapp. Da drüben musst du dann halt einmal springen auf so einen kleinen Rhino. Dann, oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Und danach kommt noch ein Yoshi-Jump. Und das war's dann nämlich schon. Das ist dann gar nicht so viel. Viel zu früh. War super bis dahin. Auch das mit dem blauen Block war wunderbar gelöst gerade. Okay, jetzt habe ich zu früh gegrabt und nicht gesprungen. Passiert.
Nein. Jetzt hat er ihn einfach fallen lassen und nicht geworfen. Jetzt hatte ich jetzt einen anderen Input vergessen. Ich muss dann nämlich den Button, den ich zum Werfen loslasse, den muss ich sofort wieder drücken, damit er dann beim Shell Jump auch ein Stückchen höher kommt, damit ich überhaupt da drüber komme. Das sind so kurze Inputs. Das muss man dann erstmal verinnerlichen. Klappt auch, aber ich habe es gerade tatsächlich vergessen. Okay, jetzt klappt das gerade nicht. Bin gerade ein bisschen schwitzig an der Hand. Aber vertraut mir, wir haben es gleich. Wir kriegen das heute noch hin. Mache ich euch noch. Ich mache es euch jetzt hier. Schade. Wäre optimal gewesen, wenn ich die Shell erwischt hätte. Aber habe ich nicht. Okay, ich drücke immer zu früh die Anfassen-Taste. Schon wieder. Ich weiß genau, was ich verkehrt mache in dem Moment. Aber dann ist es halt schon zu spät. Schon wieder genau dasselbe wie die drei Versuche davor. So, warte. Jetzt mal kurz konzentrieren. Der war falsch, der Shell Jump. Da habe ich wieder den zweiten Input vergessen, den ich nach dem Wegwerfen wieder drücken muss. Und da sind auch Dinge, die ich mir selber dann versucht habe anzueignen. Ich habe da nicht nochmal geschaut, okay, wie macht man das am besten? Ah, schade. Da habe ich kurz gezögert. Sondern habe einfach dann andere Sachen probiert. Ist ja dann immer mal schwierig, ne? Andere, wieder viel zu früh, Sachen nochmal zu probieren. Um dann vielleicht selber auf den Trichter zu kommen, aber wieder viel zu früh. Viel zu früh. Bin ich natürlich auch ein bisschen so im Zugzwang, hier euch das zu zeigen. Weil ich gesagt habe, ich schaffe das auf jeden Fall. Ja, aber eh zu spät. Jetzt hat er so unten nochmal berührt. Auch nicht schlecht. Super. Mario. Hm. Oh. War wieder der eine Input. Den hatte ich vergessen. Sonst wären wir drauf gekommen. Schlecht. Keine Sorge, die Folge wird auf jeden Fall nicht länger als eine halbe Stunde. Wenn ich es jetzt nicht schaffen sollte, dann schneide ich es euch rein. Von dem Versuch, den ich geschafft habe, haben wir noch 8 Minuten. Ziehe ich jetzt einfach mal durch. So. Oh nein. Oh nein. Schade. Das war zeitlich echt gut. Das sind zwar manchmal echt nur ganz, ganz wenig, weiß ich nicht, Zehntel oder Hundertstel. Aber man merkt das irgendwann, wenn man an einem bestimmten Punkt schneller ist. Oh, wieder den Input vergessen. Okay. Den zweiten. Wenn wir da einmal drüber sind, dann... Oh. Ticken zu spät. Mann, was mache ich denn? Daran scheitert es jetzt am ehesten, würde ich sagen, dass ich den zweiten Sprung da nicht ganz hinkriege und das Teil nicht mitnehme. Sonst hätten wir schon... Oh nein, komm schon, mach doch. Hat er wieder davor abgelegt, okay. So. Ich würde es aber gerne jetzt so schaffen, ohne das nochmal reinzuschneiden. Weil ich habe da von der Aufnahme leider halt keinen Sound. Wieder vergessen. Das gibt's doch nicht. Das vorhin so souverän gemacht, ne? Jetzt vielleicht wirklich nochmal. Jawohl. Oh! Da bin ich noch nie gestorben. Das war ja ärgerlich. Das war ja jetzt ärgerlich. Also sowas. Ach shit. Das ist so doof, wenn ich da oben dagegen springe. Das muss echt nicht sein. Ich weiß auch nicht, wie es danach weitergeht. Ich habe zwar das Level auf dem anderen Save-Speicherstand schon. Was war das? Schon freigeschaltet, aber ich bin da noch nicht rein. Ich glaube, da kommen auch wieder... Ach, nö.
Puh, das hat jetzt viel länger gedauert, als ich gedacht hätte, aber immer noch viel, viel weniger. Oh, erstmal entspannen. Viel weniger als beim letzten Mal. Und komm, dann Time Platforms. Wir machen mal die halbe Stunde voll, okay? Machen wir noch 4 Minuten, können wir hier reinschauen. Ich habe hier noch nicht reingeschaut. Ach du meine Güte, die Geschichte. Okay, die mit der 4 kann viermal besprungen werden und die mit der 1 einmal. Ich denke mal so. Oh, okay. Okay. Ach herrje, da hatte ich ja ein bisschen Angst, wenn das drankommt. Ach übrigens, das sind weit über 60 Level hier, das wusste ich nicht, denn. Warum springe ich denn da nach links? Dann da hinten. Lass mich mit. Okay. Das ist in Ordnung. Was kommt jetzt noch? Oh. Das wird mit Sicherheit eine Geschichte, die ich reinschneiden muss. Blocktube oder Dupe oder wie das heißt. Zementblock. So, also wir müssen jetzt die Shell nehmen. Wir müssen den Block in irgendeinen Zementblock verwandeln. Und dafür müssen wir, wenn wir. Ja, wenn wir. Ah, da kommt sie wieder. Wenn wir auf dem Weg nach unten sind, beim unteren Drittel irgendwo, die Shell loslassen und nach oben schmeißen. Mario, du bist mir vielleicht einer. Nicht den gelben in Zementblock verwandeln, sonst würden wir ja nicht weiterkommen, sondern den Zementblock in den gelben verwandeln. Ne? Was weiß ich. Bin ich aus Versehen auf einen Safe State gekommen, den ich mal gesetzt hatte. Och nein, ich Blödmann. Müssen wir das nochmal machen bis dahin? Shit. Genau, ich hatte nämlich, nachdem ich das dann beim zweiten Mal geschafft hatte, ein Safe State gesetzt, dass mir der Safe nicht nochmal verloren geht. Nach dem Schloss. Ja, toll, den hatte ich jetzt aus Versehen geladen, weil ich die Taste dafür aufs Gamepad gelegt hatte. Mist, jetzt müssen wir das nochmal machen. Na gut, dann können wir das wenigstens nochmal üben, dann auch gerade mit dem Duke-Block. Aber ich hätte jetzt gern weitergemacht. Scheiße, ein Level dann wenigstens noch. Aber vielleicht kriegen wir es ja nochmal hin. Ging ja erstaunlich schnell beim fünften Versuch oder so. Und hier stelle ich mich gerade wirklich doof an, Moment. Okay. Ich habe nämlich die Safe States sind eigentlich ein Safe State setzen mit Shift F1 und ein Laden ist da nur F1. Ich habe aber den aufs Gamepad gelegt, einsetzen und einen laden. Und das hat er gerade gemacht. So, dann ist das nochmal mit dem Duke-Block dran. Da bin ich mal gespannt, ob wir das nochmal hinkriegen. Okay, wenn er spinnt, war es zu spät. Nice. Okay, geil. So, die halbe Stunde ist gleich rum. Schneller denn je sind wir hier unterwegs. Finde ich richtig gut. Und ich bin gespannt, was noch so kommt. Oh, komm, eins machen wir noch. Eins gucken wir noch rein. Mushroom and Spin. Ach so. Okay.
Das fand ich auch immer schwierig zum Zuse oder beim Zusehen schon. Da dachte ich, okay, das ist bestimmt auch nicht so einfach. Okay, ich muss die Taste halten, okay. Ich mache da mal einen Input nach links, warum auch immer, ich weiß es nicht. Halt. Oh, hätte sogar geklappt. Okay, das kriegen wir noch fertig. Das ist nicht so schwierig, als wie ich dachte. Okay, wieder nach links. Warum? Einfach nur nach rechts, dann ballert der alleine da durch, oder nicht? Nicht ganz. Nicht ganz, okay. Na komm. Oh, bis dahin ging es alleine. Da hatte ich den richtigen Speed drauf, dass er da alleine rüber gehüpft ist. Das war zu wenig, okay. Also ein bisschen mehr. Man versucht sich ja dann die Dinge zu merken, die man davor falsch gemacht hat, damit man es richtig macht. Das war ein Ticken zu viel. Der letzte ist noch ein bisschen kritisch, denn da weiß ich noch nicht so ganz. Einfach daneben. Komplett daneben gesprungen. War aber schon deutlich besser, okay. Der kam einfach nicht höher. Hätte aber fast geklappt. Hallo Mario, Spin. Jetzt habe ich die Spin-Taste vergessen zu halten. Na, ich freue mich ja schon aufs dritte Schloss. Ich gerate gerade aktuell ein bisschen in Panik bei dem letzten dann. Warum mache ich das? Warum? Es hätte gereicht. Der Input hätte nicht sein müssen. Super. Super. Soll mir reichen für heute. Ja, komm, 32, 33 Minuten. Puh. In der nächsten Folge machen wir dann ganz normal die nächsten Level weiter und versuchen uns... Keine Ahnung, was kommt als nächstes? Torpedo. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Ganz ehrlich, weiß ich nicht. Das war's von mir für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sind sehr weit gekommen. Haben am Anfang nochmal den kleinen Speedrun von Level 1 bis zum ersten Schloss gemacht. Lief schon mal ganz gut. Dann sogar nochmal das komplett bis zum zweiten Schloss und die nächsten drei Level. Jetzt folgen noch 6 und dann wieder ein Schloss. So, genau. Gut. Schönes Wochenende, bis zum nächsten Mal. Ciao.